Also hier so, ne? Gewesen ist du, aber das könnte schon ein Bosskampf werden oder so. Wäre ganz cool mal wieder so ein Gruppencontent. Es ist auch so nervig, wenn der Stream mittendurch abschmiert, ne? Weil dann muss jeder extra seinen Stream aktualisieren. Ah, da runter muss ich wieder. So. Bin echt gespannt, ob das jetzt dann wieder so wie die Primal ein Dungeon-Kampf wird oder ein Bosskampf oder ob das nur so ein kleiner Story-Kampf wird. Sit, grüß dich. Nein, du nicht. Ich finde übrigens, Schwarz steht dir gar nicht schlecht, aber keine Sorge, du wirst die Faste ungefähr nicht lange tragen müssen. Sexy, sexy. Castrum Centri liegt gleich da drüben. Vor wenigen Minuten hat eine Patrouille das Castrum verlassen für einen routinemäßigen Rundgang. Alphinor kommt auch gleich. Wir beide werden die Patrouille ablenken, damit sie euch nicht in die Quere kommt. Das müsst ihr euch genug Zeit verschaffen, um das Castrum zu infiltrieren. Falls etwas schief geht, warne ich euch über die Kontaktperle. Haltet euch bereit, jederzeit einen schnellen Rückzug anzutreten. Schwupps! Wow. Krasser Typ. Wedge geht mit der Marke der Kampfmaschine voran, bleibt ihm dicht auf den Fersen. Und egal was passiert, lass deine Kleidung lieber an. Sie ist deine Lebensversicherung. Bis gerade eben waren Ida und Istola auch hier, aber sie haben offensichtlich etwas entdeckt, das sie sofort untersuchen wollten. Und schon waren sie verschwunden. Aber sie haben eine Nachricht für dich hinterlassen. Mach keine Dummheiten. So viel Vertrauen in mich, Wahnsinn. Jetzt aber flott, die Patrouille kann jeden Moment zurückkommen. Viel Glück, Chardon. Mögen die Zwölf über dich wachen. Mit der Marke der Kampfmaschine. So stur sein. Denkst du, dein Schweigen ändert auch nur das Geringste? Und eure so besondere Kraft des Transzendierens, die kriegen wir so oder so. Macht dir nichts vor. Ihr wollt doch die Primae ausmerzen, oder nicht? Na, was für ein erfreulicher Zufall. Wir erledigen diese Missgeburten und du tust uns dafür den Gefallen und redest. Du kannst es dir aussuchen, Dreckstück. Zeig uns, wie deine Gabe funktioniert und alles geht ganz schnell. Oder bleib stur und du wirst hier unter sinnlosen Qualen verrecken. Geist Zoll, das Dalaran von A Realm Reborn, wirklich? Minfilia, Anführerin des Bundes der Morgenröte, dass in einem so schwachen Mädchen eine solche Gabe steckt. Was für eine Verschwendung. Ich werde dir helfen, deinen Körper davon zu befreien. Bringt sie ins Camp. Ich brauche diese Ratte zur Untersuchung im Labor von Castro Meridianum. Jawohl. So, was sind wir jetzt? Oh.
Was passiert, wenn ich mich jetzt einfach umziehe? Würde mich auch brennend interessieren. Was? Achso, Salut. Gar Salut. So. Muss ich jetzt auf dem Passwort 3 machen? Dann hat man halt sein Gear gefarmt. Hä? Aber in Dalaran hast du dein Gear doch gar nicht gefarmt. Dalaran war eine Hauptstadt, wo du einfach gechillt hast und Leute gesucht hast für was. Da hast du doch gar nichts gefarmt. Bin verwirrt. Versuch's. Nee, lieber nicht du. Warum bist du auf deinem Posten, wenn du hier etwas zu tun hast? Salutiere ordentlich und sprich. Okay, ich mach's. Hallo. Passiert nichts. Absolut gar nichts. Also mit der Währung umgetauscht, okay. Was, du willst Zutritt zum Versorgungsturm? Und was hast du dort zu suchen? Befehl des Tribunus, sagst du? Das ist ungewöhnlich, aber Livia wird ihre Gründe haben. Nimm meine Kennschlüssel und bring ihn sofort zurück, wenn du fertig bist. Fix! Da hinten steht er. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass ich da Dungeons gegangen bin und in Dalaran Scheine oder so gegen Gear getauscht. Ja, das stimmt. In Dalaran hast du Gear eingetauscht, aber du hast in Dalaran selbst nicht gefahren. Die Sicherheitsvorkehrungen sind erhöht worden. Ohne gültigen Kennschlüssel kommen wir hier nicht durch. Da, ich habe ihn doch. Kein Problem. Ja, Raids sind dann halt noch doch was anderes. Also Dungeons waren ja nicht in Dalaran, außer einer halt, aber in Dalaran hast du die Marken eingetauscht für Gear. Das stimmt schon, ja. So, und jetzt? Jetzt gehen wir zur Magedeck-Kampfmaschine. So. Der Geisterzoll hat halt denselben Sinn wie Dalaran. Naja, Dalaran war halt generell eine Hauptstadt, ne? Da ist man immer. Da ist man immer rumgestanden. Nein! Na, warte einen Moment. Spinnt denn da? Mit viele und die anderen. Sie leben. Den 12 sei Dank. Meine Gabe ist es, was ihr wollt. Lasst die anderen gehen. Wenn auch nur einen meiner Freunde ein Haar krümmt, werde ich mein Geheimnis mit mir ins Grab nehmen. Satzen? Tataru, wir müssen irgendwas tun. Aber sie werden zu stark bewacht. Du hast ja recht, jetzt oder nie. Ja, ich höre. Was ist passiert? Wie bitte? Ein Magedeck-Schnitter gekapert? Die
Delinquenten können noch nicht weit sein. Wir werden sofort einen Suchtrupp. Was? Sie haben schon das Custom infiltriert. Jetzt oder nie. Okay, jetzt geht's zum Angriff über. Und jetzt guckt er ganz erstaunt. Ich habe eine Magedeck-Kampfmaschine. Was hast du? Wie? Was? Ja, zum Henker seid ihr. Das ist doch unser Magedeck-Schnitter. Alle Mann, vernichtet die Eindringlinge. Kann ich mich jetzt eigentlich wieder umziehen? Dann habe ich bessere Stats. Nee, kann ich. Okay, kann ich nicht. Achso. Mann, ich muss mich jetzt hier an meine neue Tastenbelegung gewöhnen. So, Uno und eventuell noch DOS und das war's dann, ne? Tschö. Und schau. So, sehr schön. Chardon, ich hatte ja solche Angst. Es war äußerst leichtsinnig, uns retten zu wollen. Du hast dabei nicht weniger als dein Leben riskiert. Trotzdem danke ich dir von Herzen. Du hast uns alle vor der Folter und dem Tod bewahrt. Entschuldigt bitte die Unterbrechung, aber hat jemand Tancred gesehen? War er nicht bei euch? Hier zu bleiben wird uns keine Antwort bringen. Ich erachte es für weiser, den strategischen Rückzug anzutreten. Die Eindringlinge haben Milfidia befreit und du wagst es mir solch eine Botschaft zu übermitteln? Findet sie, sofort, sie dürfen unter keinen Umständen entkommen. Höre ich da etwa Ratten über den Boden huschen? Es war tatsächlich Liver Sass Junius, die du gesehen hast, Ida. Du hast wirklich Adleraugen. Wer? Achso, die. Okay. In ihrer strahlenden weißen Rüstung ist die Hexe von Dalmaska nur schwer zu übersehen. Verdammt, ihr seid doch von Bunte Morgenröte. Wie konntet ihr unsere Wachen überlisten? Um die Wahrheit zu sagen, das war einfaches gedacht. Ihr habt uns mit euren eigenen Leuten ins Castrum befördert. Auch wenn es in der Lagerhalle ziemlich eng und ungemütlich war. Ihr könntet da drin mal ein paar Lampen anbringen und ordentlich heizen. Ihr seid also mit dem Warentransport hier reingeschlüpft. Ich werde die Wachen für ihre Nachlässigkeit bestrafen müssen. Glaube mir, das sollte deine geringste Sorge sein, lieber San Julius. Wir haben nämlich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Wir haben viel über dich in Erfahrung gebracht. Wir wissen, dass du den Überfall auf den Sonnenwind befehligt hast. Du hast all die Unschuldigen auf dem Gewissen. Ja, du bist verantwortlich für den Tod unserer Freunde, dafür wirst du büßen. Was tust du? Oh je. Ja. Was ist? Wir werden nicht zulassen, dass du Eosea auch nur einen Tag länger terrorisierst. Mach dich bereit, deine gerechte Strafe zu empfangen. Eindringlinge, sie haben es auf Tribunus Livia abgesehen. Schnell, Ida, folg mir.
Jo. Schnappt die Eindringlinge. Wo ist sein Exzellenz Delegatus? Unter der Lagerhalle, mein Tribunus, mit unserem Gast. Erstatt ihm umgehend Bericht. Zu Befehl. Kompetente Armee. Ja, wirklich. Verdammt, das darf einfach nicht wahr sein. Da sind sie, umzingelt sie. Mir reicht, sie sorge dafür, dass Tatoro nichts passiert. Bix, bring unsere Freunde hier raus. Lässt sich von dem Mädchen mit Auberginen und einem... Mit einem Mädchen mit Auberginen und einem mit einem Stecken verarschen. Aubergine oder so... Aubergine oder so, K.A. kann gerade nicht lesen. Lesen? Okay. Nein, Wedge, du Idiot. Tu das nicht. Aubergine schreibt man so, wie du das zweites geschrieben hast. Verdammt, ich bring Minfili und die anderen in Sicherheit. Kannst du die Galea so lange aufhalten, Schadern? Ich kann alles. Let's go. Bist auf dem Fernseher und der Chat ist verdeckt vom Sofa. Also. Weißt du was? Machen wir hier mal den hier. Was? Kann ich dem gar keinen Schaden machen, dem großen Teil da? Das ist enttäuschend. Ja, es ist unverwundbar, tatsächlich. Krass. Und jetzt? Auf jeden Fall waren die Werber jetzt ultimativ nutzlos. Das Ding ist unverwundbar, was macht man jetzt? Kollegen. Übersehe ich jetzt gerade irgendwas oder wie? Hä? Was mache ich mit dem Teil? Lässt sich auch nicht stunnen, es passiert absolut gar nichts mit dem. Besiege den Feind und Fierce. Weglaufen? Nee, es ist ja alles zu hier. Oder muss ich jetzt hier einfach auf Zeit spielen? Ach so, da hinten, guck an. Ah, hier ist ein Feldgenerator. Die muss ich wahrscheinlich vernichten, ne? Die werden dem Typen wahrscheinlich, also der Maschine, irgendein Schild geben oder so. Ja, guck an. Da bekommt er jetzt schon Schaden. Sogar relativ viel. Das war einfach dieser Generator da, nehme ich mal an. Kann ich die heilen? Achso, warte. Papalimo, Karfunkel und der bekommt alle. Jeder bekommt einen Hot von mir. Wir sind wieder immun. Das Guild Wars war genau. Was? Guild Wars genauso war mit den Missionen. Oh je. Jetzt muss ich da wieder irgendeinen Generator finden, ne? Die Idee, dass man jedes Mal bei dem Storytelling-Stil von Final Fantasy so durch den Kopf geht. Das ist immer noch unverwundbar. Was soll denn das jetzt? Ist hier irgendwo noch eins versteckt? Das Guild Wars genauso war mit den Missionen, wirklich? Ja, ich kann mich an Guild Wars gar nicht mehr so erinnern, weil ich da eigentlich hauptsächlich nur PvP gespielt habe. Ah, da ist noch einer. Wieso spawnen? Die war vorher doch gar nicht da.
Doch übel der Beschiss hier. Brechert. So, jetzt haben wir es aber, komm. Was? Wer? Ach du! Du lebst ja noch! Da lebt noch eine ganze Menge, oder? Okay. Haben wir es jetzt? Ja, jetzt haben wir es.